Welkom terug bij Zuid op Zaterdag. Voor de cultuurtip van deze week ben ik de grens overgestoken naar Duitsland. Naar een plek waar, zoals ik vind, cultuur en natuur en historie op een hele mooie manier samenkomen. En ik denk heel goed uitleggen, of het beste uitleggen misschien, kan dat de artistiek directeur hier, Marcel Schumacher. Ja, herzlich willkommen im Kunsthaus Nordrhein-Westfalen im Süden von Aachen. Wir sind in einem Gebäude, Sie sehen im Hintergrund auch schon den historischen Kreuzgang, eine alte Abtei, die auf das 9. Jahrhundert zurückgeht. Hier wurde ein Schatz Karls des Großen aufbewahrt, sagen in der Mitte in Europa, wie gerne die Aachener ja sagen. In diesem Gebäude zeigen wir die Sammlung, eine Sammlung des Landes Nordrhein-Westfalen mit ganz jungen zeitgenössischen Künstlern. Hier passieren andauernd neue Ausstellungen, neue Installationen entstehen von der jüngsten Generation. Wir blicken aber auch zurück in die Vergangenheit der Produktion, Kunstproduktion in Nordrhein-Westfalen bis zum Expressionismus, bis zum rheinischen Expressionismus und können so einen sehr schönen Überblick vermitteln. Wir zeigen auch immer wieder Ausstellungen, die nicht nur mit jungen Künstlern sind, sondern die allgemein auch die Region zum Thema haben, so wie ganz aktuell das größte Loch Europas, wie man gerne sagt, der Braunkohletagebau hier zwischen Köln und Aachen. Und wir zeigen einen Rückblick zu den Werken von Fotografinnen, Fotografen und Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit dem Tagebau und den Folgen dieses Tagebaus auseinandergesetzt haben. Wir haben ganz aktuell auch eine Reihe, eine Food Performance und Editionsreihe, Vespa heißt sie. Verschiedenen Wochenenden können Sie hier auch Art Food erwerben und die Kunst in sich aufnehmen, also die ist tatsächlich zum Essen und Trinken da. Donc aujourd'hui, je suis artiste liégeois de Belgique et je suis invité par le Kunsthaus de Aachen, de Köln Münster, pour participer à leur projet qu'ils font pendant le mois de mai et de juin. Tous les week-ends, ils invitent un artiste qui a une pratique qui peut être liée entre la nourriture et l'art. Et donc, moi, je travaille dans ma pratique dans les clichés entre le Moyen-Orient et l'Occident. Et du coup, vu qu'un des clichés de l'Allemagne, c'est le kebab, ben, je me suis dit que c'était assez bien de leur proposer un kebab un peu différent, où je leur propose un kebab qui est fait avec des champignons, des pleurotes en l'occurrence, qui sont originaires de Belgique. Et voilà. Et accompagné d'une petite édition, parce que l'idée même du Kunsthaus, c'est d'inviter des artistes à faire une édition sur place. Voilà. Je vais essayer de ne pas brûler mes pleurotes. Zo, ik ga nu ook nog even een vegetarische dunner kebab eten. Heb u nieuwsgierig gemaakt? De exposities hier in Kunsthaus NRW Cornelie Münster zijn tot in september te zien. En uiteraard is het park ook altijd te bezoeken en zijn moeite waard, zeker in de zomer. Bedankt voor uw interesse in Zuid op Zaterdag en heel graag tot een volgende keer.